So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe von JFD Live Trading TV. Der Tag ist für die Bullen wieder unbefriedigend verlaufen. Der DAX kaum ein Eigenleben, jedenfalls kein bullisches Eigenleben. Und so ging es im Tagesverlauf wieder einige Punkte nach unten. Schauen wir das im Tageschart an. Erneut eine schwarze Kerze, das ist jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. in Folge. Im Tief, also 1, 2 Minus-Trades, wurden hier ja versucht, das Tief abzufischen. Heute habe ich ja einen 3-Phasen-Plan aufgestellt. Der erste Einstieg erfolgte ja bei 8.800 Punkten, also nahe dem Tief. Die nächste Phase sozusagen war dann angedacht bei 8.670 und der dritte ist dann am Ausverkaufstag am Sell-Off, der definitiv unter 8.6 dann stattfinden wird, falls es soweit kommen sollte. Jemand hat auch gefragt, wo ein sinnvoller Stop-Loss ist. Also bei diesem 3-Phasen-Plan ist ein Stop wirklich sehr schwierig zu setzen. Das ist jetzt auch nicht für jeden, sage ich mal, vielleicht auch nachvollziehbar. Ich suche gern die unteren Einstiege, auch wenn man oft ausgestoppt wird. Aber man hat dann trotzdem ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis und wählt man die Trades bedacht, beziehungsweise die Positionsgröße nicht zu groß, hat man auch einen größeren Spielraum. Wo jetzt wirklich ein sinnvoller Stopp liegt, für mich ist es an dem Tag, wo ein richtiger Sell-Off stattfinden wird, da ist dann das Tief definitiv der Stopp für die drei Teilposition für den Swing Trade. Aber ob jetzt nicht davor die erste Teilposition wieder mit einem guten Gewinn, also mindestens 200 Punkte, dann verkauft wird, zeitweise lag er ja 150 Punkte im Plus, kann ich jetzt schwer sagen. Denn auch heute, wie gesagt, ist der Tag unbefriedigend gewesen für die Bullen, auch in Amerika. Zwar zwischenzeitlich wieder bullische Ambitionen, aber es wurde dann wie gestern, dass es erst um 20.30 Uhr losging. Gestartet wurde es, glaube ich, ein Stück früher, kann man nachher anschauen. Aber gegen Handelsende ab 21 Uhr, schieß mich tot, wurde sozusagen der Markt wieder abverkauft. Und nicht nur leicht, sondern eher auch ein bisschen zu viel meines Geschmacks. Aber jetzt kommen wir hier zurück zum DAX. Und ich mache das Video jetzt relativ kurz. Also hier ist auch definitiv, kann man komplett keine Entwarnung geben. Ich hätte gerne jetzt natürlich einen höheren Rücklauf oder einen ganz schnellen Sell-Off. Aber mir persönlich würde jetzt ein Rücklauf Richtung 9,250, im Extremfall 9,3. Hätte ich natürlich nichts dagegen. Und klar, die andere Alternative, wenn man jetzt noch auf die einzelnen Aktien wirft, die haben für mich schon damals wenig Spielraum gehabt. Dann gab es eben eine Erholung, eine relativ deutliche, nicht eine sehr deutliche, eine relativ. Und jetzt stehen sie in meinen Verhältnissen auch vor wichtigen Entscheidungen. Aber jetzt kommt halt das große Aber. Wenn sie jetzt hier halt wirklich keine Umkehrkerze jetzt in der Woche noch bildet, dann sieht es wirklich bitter aus, bei manchen Werten. Hier bei der Daimler habe ich definitiv kein unteres Ziel mehr. Eine Allianz ist jetzt hier sogar auch, habe ich vorher noch gar nicht gesehen, unter den Unterstützungsbereich sogar gefallen, wäre hier also die nächste Anlaufstelle, die 1,28, hat er ja auch schon fast erreicht, 1,128 bzw. 129, Tiefkurs war ja schon 130,60, also es ist definitiv, hier war ja glaube ich dann das Close im Gespräch, in dem Video, hat erreicht die Siemens-Aktie und hier konnte sich jetzt heute wenigstens
fast als einziger DAX-Wert ein Stück erholen und eine schöne Umkehrkerze schon hinlegen. Also SAP ist ja einer der stärkeren Aktien. SAP und BASF, ja, kann hier weiter, liegt weiter unter dem Rainbow im Tageschart und hat hier auch dann noch eine Unterstützung. Eine Deutsche Telekom war heute auch relativ gut dabei. Und ja, eine Erholung zu 14,70 und dann nochmal ein Tief wäre jetzt hier denkbar. Also ein absolutes Tief haben wir womöglich nicht gesehen. Noch ein Tief Richtung 13,80 wäre hier vorstellbar. Zum Nasdaq speziell. Wie gesagt, konnte zwischenzeitlich an die 4000-Punkte-Marke heranlaufen. Das Gap wurde noch nicht geschlossen. Aber allerdings prallte eben hier der Index dann deutlich ab. Auch der zweite Anlauf war nicht unbedingt mit Erfolg gekrönt. Klar, zwischenzeitlich lief es wieder extrem nach unten, aber deshalb ist auch dann die Tageskerze eben blau bzw. weiß. Big Playern. Da habe ich heute ja eine größere Analyse verfasst. Eben auch mit dem Nasdaq sollte eine schnelle Rückeroberung über die 4000-Punkte-Marke sein. Da prallt er ja heute ab. Also ist es bärischer Punkt eher. Hier schafft er ja auch nicht die 500 US-Dollar-Marke zu überwinden. Die Amazon-Aktie wäre auch noch ein Stück runter. Nee. Eine Priceline, die war jetzt nicht in dem Bericht, sieht, das ist auch ein Wochenchart, sieht gut aus, dass diese Unterstützung und der Stoppkurs dann hält auf Wochenbasis. Aber wir sind ja erst am Dienstag angelangt. Eine Apple passt soweit. Und die Google-Aktie konnte hier, glaube ich, zu Beginn. Ja, lief in den Bereich hier rein oder startete. 15:30 Uhr startete er. Ach, hier 15:30 Uhr, ja, startete bei 6, unter der 6,75. Angegeben war ja hier ein Rücklauf an diesem Punkt zum Einstiegen. Zwischenzeitlich stieg er dann ja, 25 Dollar sogar an. Aber im Endeffekt war dann hier fast 0 auf 0 Tag. Also, die Märkte sind schwierig. Man muss relativ Gewinne doch dann schnell mitnehmen oder man positioniert sich halt dann per Swing über mehrere Positionen und glaubt an eine Umkehrwoche halt, ja, dass die Verluste jetzt zu Ende laufen. Hier sieht man noch den S&P 500 Chart im Wochen. Ausblick. Hier hält er sich wacker an der 1850er Marke. Ja, es spricht ja teilweise für eine Abwärtsbewegung und eben auch viele Aktien müssen ein bullisches Reversal diese Woche hinlegen, sonst ja, sieht es in meinen Augen dann wirklich bitter aus. Danke fürs Zuhören und bis morgen.